Ja, schon als Bub habe ich gesagt, entweder Bub oder Atomphysiker. Ja, der Reallehrer hat dann gesagt, also für Atomphysiker. Hey, sie Mosserod ist ja zu wenig Lehrstelle. Ja, geflirtet hat er auch noch mit denen. Schau jetzt daher. Ja, also, hätte sich noch gut ergänzt. Sie ein schwarzes Gesicht mit weißen Zehen. Der Friedli ist dann am Montagmorgen in den Stall rausgewankt und hat sie dann am Stallboden noch zusammengelesen und hat sie dann gerade sofort aufs Hüpfleisch umgeschult. Ja, der Hennes hat mir geholfen. Der Hennes ist eben ursprünglich gelernter Metzger. Und weiss, wie man tote Kuh noch notschlachten kann. Ja, das Fleisch musst du einfach lang genug kochen. Dann putzt es dich eben krankheitserregend schon. Friedi ist ja noch nie krank geworden, bei seinem Fleisch. Nein. Er verkauft es. Rösti wird. Ja, der Sepp hat eben heute mal wandern, gell, von Zürich ohne Ruhe. Die können ins Appenzellerland wegen der unverfälschten Natur. Und ich sage, gell, was ist natürlicher, wenn ein Stück Fleisch mit einer natürlichen Todesursache? Ja, mit einer rechten Soße schmeckst du aber keine Todesursache. Schlafen ein, wach sieht die Huren Mucke im Schlafzimmer, dann ist auf der Ferienseite rübergeflogen, gell. Und kein Flügeltätscher, dann bin ich rüber. Kein Flügeltätscher bei ihr auch nicht, aber ein Buch hat sie auch mal gehabt. Die Säulen der Erde. Und dann bin ich dann froh, dass die seit Morgen nicht auf dem Nachttischlämpchen gehockt, sondern auf dem Scheichen von der Frau. Ja, das Sepp ist ja weich, oder? Und dann nimmt das Buch keinen Schaden. Und ich habe einen Schweissier also getroffen. Und die Frau hat einen Schräbel und ist aufgeschossen. Sie hat jemanden an Spinnen. Dann ich sagte, nein, nicht Spinnen, Mocken. Das Buch ist noch ganz Mocken, ist tot und du kannst jetzt wieder in Ruhe schlafen. Nachher einem von der Sepp betagten Verkehrsteilnehmer geworden, der auf deiner Fahrspur entgegenkommt, weil er seine nicht will dreckig machen. Dann gleich alle umrennt über den Gegenverkehr. Auf der Autobahn. Dann haben wir wieder geschlafen, eine halbe Stunde später. Dort bei mir mal ein Klapfen gerannt oben auf. Bin ich aufgeschossen, hockt eine Frau auf meinem Bettrand auf meiner Seite und sagt, ja, die sollte Mocken haben, halt noch einen Cousin gehabt. Hat auch ein paar ganz schöne da. Ja, sie können es, die Chirurgen. Und da hat man es. Da hat man es. Ja, früher, wenn du auf die Welt gekommen bist als Wüstenhaken, dann bist du es geblieben. Du kannst operieren. Sepp operieren ist eben auch wie Natur, habe ich gehört. So eine Brustvergrößerung, also. Hat es zufällig jetzt Frauen da innen, die zufällig gerade genau wüssten, was Kilo kostet? Und dann am Abend hat sie auf Facebook den Beziehungsstatus gewechselt. Von in einer Beziehung zu es ist kompliziert. Ja, und nachts zu Single. Und am Morgen zu verwitwet. Und dann hat sie bei Victorinox gefällt mir angeklickt. Aber Zeller, hä? Habe ich gesagt, ja. Ja, tut mir leid. Sie sind überqualifiziert. Wenn da noch mein Reallehrer noch in die Tür wäre.